wobei wir die Speerspitze des Vertriebs repräsentieren unserer Kunden, wobei unsere Kunden letztendlich in ihrem Alltagsgeschäft, in ihrem Tagesgeschäft nicht die Zeit finden, das nötige Investment an Zeit, Ressource, auch Motivation aufzubringen, Neukundenakquise zu betreiben. Denn der Tag hat nun mal nur 24 Stunden und die Kaltakquise, sprich die Erstansprache, die Neukundenakquise als solches, ist extremst anspruchsvoll und bedarf an einem ganz kompakten und speziell über lange Zeit hinweg antrainierten Skillset. Ja, also etwas sozusagen erfolgreich zu verkaufen an jemanden, der dich überhaupt noch gar nicht kennt, bedarf an ganz sequenziell und methodisch eintrainierten Verkaufsskills und an einer Menge persönlicher Skills auch, sogenannte Soft Skills, die dazu gehören zum Beispiel die Fähigkeit zuzuhören, die Fähigkeit sich selbst zurückzunehmen, die Fähigkeit niemals aufzugeben, letztendlich die Fähigkeit den Markt sondieren zu können, eine gewisse sozusagen eine Nase dafür zu haben, wo die Marktchancen liegen. Ja, dadurch spart man sich einfach sehr viel Zeit und Energie und Geld, die man sonst in Nischen oder Branchen verpulvert, wo es sich weniger lohnt. Also es gibt ein ganz bestimmtes Skillset, das man für eine erfolgreiche Neukundenakquise auch einen Tag legen muss. Menschlich, technisches Know-how kombiniert mit sehr tiefgehendem wirtschaftlichem Verständnis und strukturellem Verständnis, wie sind Unternehmen überhaupt aufgebaut, welche unterschiedlichsten Unternehmens- und Entscheidergeflechte gibt es da draußen. Ja, es ist ja teilweise hochkomplex und sehr unterschiedlich, abhängig von der Unternehmensgröße, abhängig von der Branche, abhängig von der Region. Ja. Es ist was völlig anderes, ob ich jetzt im südlichen Deutschland oder im östlichen Deutschland akquiriere oder ob ich jetzt in der Schweiz bin, in Österreich oder im Ausland.